Oh mein Gott. What? Und jetzt falsch. Komme ich aber so nicht hoch, ne? Ne, okay. Nein! Nein, 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 nein. Okay. Muss ich jetzt nach oben fliegen und dann nach rechts springen oder sofort nach rechts fliegen? Also mal nach rechts zu fliegen. Und falls dann die Stunde zu spät war. Ah, ne, war noch nicht. Okay. Ist aber auch hart, oder? Und schon. Oh, knapp. Was ist das? Y. Ah, okay, man kann sich das Level angucken. Nächstes Kapitel ist da. Okay, verstehe, verstehe. Es gibt so... So Wahrsagermuscheln, nenne ich jetzt. Oben war ein Spikes drauf. Ah, okay, ich glaube, ich weiß wie. Ich weiß doch nicht wie. Das Leben, sage ich schon, das Spiel ist echt kompliziert hier. Ah. Ich brauche mal kurz ein neues. Ne? Oh. Was mache ich da? Ich bin so hektisch, obwohl es noch gar keine Gegner gibt. Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt irgendwann Gegner werden oder geben könnte. War nicht so schlau. Nein. Okay, ich muss meistens von Ball zu Ball auf jeden Fall kommen, weil sonst habe ich halt keinen Bonus hier mehr. Uah, ich hing kurz dran. Habe ich vergessen, dass ich es war falsch. Dass ich den brauche, um da unten weiterzukommen. Wie habe ich denn? Ah ja, genau, ich bin hier. Wie habe ich das gemacht? Rico, springen. Das hier ist falsch. Da darf man auf jeden Fall nicht zu hektisch sein. Ich merke schon. Und, ja, vielleicht auch mal ein bisschen gucken, wo man hinfliegt. Wenn ich jetzt... Fliegt so los? Habe ich da noch einen? Ich habe da noch einen, okay.
Da kann ich nicht mehr zurück. Schon sehr anspruchsvolles Spiel auf jeden Fall. Ich da ist ja Quatsch, ne? Wenn ich jetzt darüber fliege, weil ich brauche das ja da unten. Aber auch, ey, nie leicht. Aber ist cool, von der Steuerung und so, nicht schlecht. Angenehm zu spielen. Kostet gerade 10 Euro auf Steam, glaube ich. Link wie immer in der Videobeschreibung. Ändern. Abheben, loslassen, hinfliegen, halten, Richtung ändern. Okay, das können wir. Können wir auch von Ori eigentlich. Ist schon mal nicht schlecht. Verstehe. Hindurchfliegen. Welten. Oh. Okay, ich kann da durchfliegen, verstehe ich. Ah, das sind Spikes und da sterbe ich doch, oder? Sterbe ich da jetzt? Ja. Hä? Da sterbe ich auch. Meinen die das? So one way ding, okay. Oh. Okay, jetzt wird's frech. Oh, wie kann man. Nein. Okay, ich will irgendwie diesen Stern haben. Okay, wie kriege ich meine Stern? What the fuck? Ich glaube nach oben und dann nach unten wieder katapultieren lassen. Schwierig. Das hier ist ja klar hier, dass das der Weg ist, weil das ist der einzige Weg. Ja. Kante. Bin ich aber auch sofort tot halt, ne? Also. Einmal unten das den Spielrand verlassen, ist eine sehr schnelle Geschichte. Und schnell reagieren bei dem Spiel, ist auch so eine Sache bei mir, aber passt schon. Ich glaube, den Stern kriegen wir einfach mal nicht. Das schaffe ich nicht.
Easy. Okay, den haben wir jetzt schon mal. Warum mache ich das? Warum? Jetzt, wo ich aber weiß, dass ich den kriegen kann, also mit meinem Skill, da war ein kleiner Lag, will ich den aber auch haben. Ganz ehrlich, also. Darf echt erst spät den, den Dings hier benutzen und das fliegen. Aha, ich hätte nochmal nach unten fliegen sollen. Ja, dass man halt, man darf halt keinen Zähl verlieren, man kann nicht gucken, wohin fliege ich noch. Ne? Das ist bei Ori natürlich viel einfacher gewesen, aber Ori ist ja auch so Story aufgebautes Spiel. Ich glaube, das hier hat zwar auch die Story, aber es ist halt mehr so Challenge-Modus. Ach, bin nicht mal gelandet. Darum wollte ich zu schnell sein. Ich darf da nicht hängen bleiben, aber... Ich muss praktisch schon den Schwung von rechts nach links irgendwie drin haben. Aber ist das schwer, ja.